Kann ich schwer sagen. Ich würde sagen, immer da, wo es einen tollen Tanzraum gibt und wo ich schön mit einem Tanzensemble proben kann. Das kann überall auf der Welt sein. Es gibt super viele, aber mir fällt sofort ein Moloko, The Time Is Now. Und zwar bin ich da mit 16 nach Berlin gefahren, weil Freunde von mir in der Panorama-Bar im Berghain gespielt haben. Und wir sind dann immer von Thüringen nach Berlin gefahren und sind zum Raven, haben so eine Rave-Reise gemacht. Und dann haben wir immer Moloko gehört auf der Autofahrt von Thüringen nach Berlin. Also Fernweh ist ja so ein komisches Wort. Ich finde, Fernweh ist so ein, das ist so der Inbegriff von First World Problem eigentlich, ne? Wenn man irgendwo sich woanders hin denkt. Ich muss aber sagen, also ich habe das nicht so. Ich habe nie Fernweh gehabt. Ich bin eigentlich immer happy da, wo ich bin. Freue mich dann immer auf eine nächste Produktion. Ich muss ja als Choreografin und Movement Director viel reisen, wenn wir eine Filmproduktion oder eine Serienproduktion oder eine Werbekampagne außerhalb Deutschlands drehen. Da freue ich mich dann immer drauf. Aber ich habe nie so ein, oh, ich muss jetzt an den Strand und mich da irgendwie in die Sonne bouncen und bräunen, Fernweh. Ich kann aber empfehlen, wenn man die Stadt mal so ein bisschen satt hat, geile Playlist auf die Ohren, Fahrrad, dann in den C-Bereich fahren mit der S-Bahn und dann schön eine Stunde lang durch den Wald bouncen mit einer geilen Playlist im Ohr. Das hilft ganz gut, um so ein bisschen vom Großstadt Traffic wegzukommen. Ich erinnere mich, als 2021, als wir wieder angefangen haben zu drehen und unter super krassen Covid-Maßnahmen reisen durften und sollten, dann sind wir halt mit so ganz vielen Dokumenten an den Flughafen gegangen und hatten dann von der Produktionsfirma eben so Dokumente, dass wir beweisen können, dass wir jetzt aus dem Land ausreisen dürfen. Und ich saß dann in Ungarn am Flughafen und zwei Männer saßen vor mir und haben sich diese Produktionsfirma-Dokumente durchgelesen. Und ich saß da wirklich so 20 Minuten, es kam mir vor wie 4 Stunden, es war die Hölle. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie meine Regieassistentin anrufen und sagen, ich darf nicht einreisen, irgendwas stimmt hier nicht. Und die sprachen auch kein Englisch, kein gutes Englisch. Und da dachte ich wirklich, ich kann jetzt meinen Job nicht machen als Choreografin bei der Produktion. Und so nach einer halben Stunde wurde ich dann durchgewunken und so. Aber das fühlte sich auf jeden Fall so ein Stück weit illegal an. So, das war ja 2021, letztes Jahr, so ein Ding, dass wir ja eigentlich nur mit einer Arbeitsbescheinigung reisen durften während der Pandemie. Und das war immer so ein bisschen illegal vom Feeling her. Das war so Panne vom Feeling. Also, ich habe letztens vor 2 Wochen von einer Freundin, die Tänzerin ist, ein Foto bekommen. Und zwar ist sie gerade in der Produktion und arbeitet in New York und probt da auch in New York und war in so einem typischen New Yorker Tanzraum-Warehouse mit so riesen Fenstern und so einer Ballettstange direkt an diesen Fenstern dran, wo du so beim Grand Pied machen so runter auf diesen New Yorker Traffic gucken kannst. Und sie schickt mir so ein Bild und das ist schon so High-End-Bliss-mäßig gewesen für uns Dance-People, da in New York in so einem Tanzraum zu sein. Da würde ich mich gern hinbeamen. Ist eine philosophische Frage, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Reisen an sich ist ein total großes Privileg. Und man sollte sich schon dessen bewusst sein, dass wir hier in Westeuropa das vielleicht als normal empfinden, mobil zu sein, aber eben ein Großteil der Weltbevölkerung das nicht so kann, wie wir das vielleicht gewöhnt sind. Und damit ist jede Reise, vor allen Dingen auch jede berufliche Reise, immer mit großer Dankbarkeit, Demut und auch Respekt für das jeweilige Land verbunden. Also für mich ist das Reisen immer was sehr Besonderes und
bin auch sehr dankbar dafür, dass ich in einer Branche arbeite, wo ich reisen darf und soll, weil eben viele Sachen nicht in Deutschland gedreht werden. Und ja, der Sinn ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass es das ein großes Privileg ist und dass es special ist.